Schönen guten Abend. Schön, dass Sie hier sind. Dass wir jetzt hier zu dritt sitzen und nicht zu zweit, ist, würde ich mal sagen, so ein typischer Mönckemeier. Denn das Gespräch an sich, gedacht zu zweit, wollten wir erweitern oder wollte Nils Mönckemeier erweitern, das spricht vielleicht schon wieder Bände über dem seine Gesinnung. Nämlich nicht hier bin ich der Star, sondern wir sind alle zusammen ein Ensemble. Habe ich das jetzt total fehlinterpretiert? Nee, ganz und gar nicht. Guten Abend erstmal. Also Sandy van Dijk ist der Bratscher vom Signum-Quartett. Die Bratsche steht ja mehr oder weniger heute im Zentrum. Natürlich wollen wir beide Geigen und auch das Cello nicht vernachlässigen. Aber wie schön, wenn man mal die Bratsche ein bisschen mehr feiern kann. Nils Mönckemeier. Nils Mönckemeier, 4. Dezember, 2. Advent, das ist ja die besinnliche Zeit. Wie hast du deinen Tag verbracht bisher? Im Zug natürlich und dann haben wir geprobt, aber das war sehr besinnlich. Es war eigentlich ganz schön heute, fand ich, weil dann heute Morgen ich war bei meinen Eltern, ich komme ja hier zwischen Bremen und Hamburg vom Land und ich war heute Morgen im Garten und dann war zum ersten Mal der Raureif auf den Blättern und ich dachte, ja, jetzt ist wirklich bald Winter und dann habe ich gedacht, Hilfe, ich muss Weihnachtsgeschenke kaufen, es ist schon so bald. Sandy van Dijk, gibt es für euch im Signum-Quartett so etwas wie eine besinnliche Zeit oder ist es für Musiker, für euch im Quartett eher genau andersrum? Also ich meine, das fällt meistens in der wirklich harten Zeit der Saison, ich weiß, das geht dir vielleicht auch so, also bis Weihnachten ist man meistens irgendwie durchgetaktet und wenn man dann noch in weitere Kammerensembles oder Orchester spielt, dann spielt man dann auch noch vielleicht mal ein paar Weihnachtsoratorien, also es ist meistens irgendwie durchgetaktet, also besinnlich vielleicht einen Tag hier oder da. Hindemith hat ja ganz viel Bratschmusik geschrieben, war selber ein legendärer Bratscher. Ist dort auch zu merken, dass er selbst das Instrument so hervorragend beherrscht hat? Ich meine, der konnte ja, das war ja so eine Macke von ihm, der konnte ja fast alles, wollte alle Orchesterinstrumente gerne spielen können und er hat auch einige zig drauf gehabt sozusagen. Aber merkt man das, dass er auf der Bratsche ganz besonders zu Hause war bei dem Stück? Ja, weil natürlich, er hat das auch für sich selbst geschrieben. Was ich sehr interessant finde, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber also Hindemith hatte eine ganz bestimmte Art der Technik, die er besonders gut beherrscht hat. Und das ist eine ganz bestimmte Art der Doppelgrifftechnik. Also das ist jetzt etwas speziell, aber also man spielt ja normalerweise, man sagt, man hat Lagen. Bei der Bratsche ist das dann erste Lage, zweite Lage, Notlage. Also wenn man immer höher geht. Und Hindemith hat das nicht besonders geliebt. Und was zum Beispiel er nicht so mochte, sind so Sprünge von hier so zack nach oben, sondern er hatte ein Spinnensystem. Also das nennt man unechte Lagenwechsel, weil man quasi immer so nach oben kraxelt. Und darum fand ich früher Hindemith sehr schwer, weil ich das nie gelernt habe, sondern ich hatte sehr ordentlichen Unterricht, wo man so hier, jetzt bist du hier. Und dann funktioniert das bei Hindemith nicht so gut. Und das ist immer so bei mir, wenn ich das anfange zu lernen, denke ich, oh mein Gott, ich krieg das niemals hin. Und dann, wenn man das dann in den Fingern hat, dann merkt man, es ist eigentlich total fürs Instrument geschrieben. Wir wollen lieber diese unglaubliche Schönheit dieses Instruments vielleicht schon ein bisschen vorgenießen. Es ist ja so eine raue, eigene Klangfarbe, die Bratsche hat. Ihr habt beide aber mit der Geige angefangen und seid dann, warum auch immer, mehr oder weniger bald zur Bratsche gekommen. Ja genau, ich habe dich das noch nie gefragt. Wie war denn das bei dir? Ja, witzigerweise war das, also ich komme erstmal aus einer bratschenspielenden Familie, muss ich dazu sagen. Mein Urgroßvater war Solobratscher in der Tonhalle in Zürich. Meine Großmutter war auch Bratschistin und von denen habe ich dann das Instrument bekommen, auf dem ich heute Abend spiele. Also es lagen immer einige Bratschen zu Hause rum.
Aber akut war der Grund, weswegen ich gewechselt hatte, um mit, glaube ich, 11 Jahren in einem Streichquartett zu spielen. Und da hat ein Brater gefehlt. Und dann war das für mich so das Natürlichste, mich zur Bratsche zu wenden. Und das ist dann auch irgendwie geblieben, auch im Streichquartett. Und ist die Geschichte richtig, dass du irgendwo eingesprungen bist und das wirklich so ein Aha-Erlebnis war, oder ist das eher eine Geschichte, um dich sozusagen besser zu verkaufen? Ja, das war jetzt mal ein richtiger Hartmann, würde ich sagen. Jein, also ich meine, ich habe natürlich nicht die Bratsche genommen und war fantastisch, sondern was wirklich so war, dass ich das Gefühl hatte, das ist mein Instrument. Also das war tatsächlich so, dass ich plötzlich dachte, deswegen habe ich mich auf der Geige oft nicht wohl gefühlt. Und ich dachte, das liegt daran, dass ich nicht spielen kann. Und das stimmte natürlich auch zum Teil, weil ich noch jung war und noch viele Dinge lernen musste. Aber so ein natürliches Wohlgefühl, wenn ich mir selber zuhöre, das hatte ich auf der Geige eher nicht. Ich hatte immer das Gefühl, ja, also das hatte ich nie, wenn ich anderen Leuten zugehört habe. Ich finde Geige wunderschön, aber ich habe zum Beispiel beim Bruch-Violinkonzert musste ich mich wirklich zusammenreißen, um die hohen Stellen zu üben. Und ich hatte immer das Gefühl, das knatscht ein bisschen im Ohr und ist nicht so angenehm. Und das habe ich bei Bratsche eigentlich nie gehabt. Und ich habe auch eigentlich immer mehr geübt, sobald ich dann die Bratsche hatte. Also da hatte ich mehr Lust zu üben. Ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitssache. Ich glaube, also lange bevor ich mit Bratsche angefangen hatte, ich hatte dann Geige in so einem Gruppenunterricht angefangen. Und mir war mit 5, 6 Jahren nie klar, weswegen 6, 7 Geiger alle dieselbe Stimme spielen, dann habe ich einfach Harmonien dazu gespielt. Und ich glaube, als Bratscher, das ist offensichtlich etwas, was Teil meiner Person ist, irgendwie diese Harmonien zu suchen. Und das ist ja im Quartett jedenfalls, macht man das eigentlich immer. Ja, lustig, dass du das sagst, weil ich erinnere mich noch genau, da war ich mit meinen Eltern in einem Konzert mit Peter und der Wolf. Und dann habe ich hinterher meinem Vater erzählt, dass ich die zweite Geige viel besser finde, weil die Stimme viel schöner ist. Und ich meine, das ist natürlich eigentlich klar, mir jetzt klar, warum ich das fand, weil die Farbe dunkler war. Und auch eben diese, dass man in der Mitte des Klanges sitzt, das ist ein ganz besonderes Erlebnis beim Spielen. Und auch, also wenn ich jetzt nur ein Lied spiele, dann finde ich das natürlich schön, aber wenn ich dazu, das habe ich auch immer so gemacht, ich habe zum Beispiel immer zu Der Mond ist aufgegangen, im Schulorchester habe ich dann immer extra noch eine Stimme geschrieben. Yeah. Und die war auch jetzt nicht höher, sondern die war immer tiefer. Also deswegen, ich glaube, das ist so ein Bedürfnis nach diesem Register. Und darum spielen wir das jetzt auch. Also ich meine, man findet dann irgendwie seinen Weg zu dem Instrument, was zu einem passt. Wie erklärt ihr euch, dass dennoch immer die Bratsche im Schatten, mehr oder weniger jedenfalls im Schatten geblieben ist, trotz so hervorragender Künstlerinnen und Künstler? Hat sie nicht, nur weil sie nicht ganz die Strahlkraft hat vom Register her wie die Geige? Ja, jetzt möchte ich darauf mal nicht antworten, weil ich kriege diese Frage total oft gestellt. Ich habe eigentlich keine Antwort darauf und ich habe auch noch nie irgendjemand getroffen, der mir das beantworten könnte. Sag noch mal, was glaubst du? Karl, weißt du warum? Ich glaube, was das Repertoire angeht, gewisse Stimmlagen rufen gewisse Arten Musik vor. Und ich glaube, die Bratsche fragt einfach oft nach einer nicht ganz so brillanten Musik von der Klangfarbe her. Das ist halt schon prädestiniert für die Trauermusik. Ja, genau. Und vielleicht hat das etwas damit zu tun, aber es gibt schon genug brillante Bratschen, virtuose Bratschenstücke. Ich meine, das ist nicht ohne. Nee, das könnte ich. Ja, vor allem, ich meine, man kann jetzt nicht Bartok-Konzert spielen, wenn man keine virtuose Technik hat. Eben. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, was ich glaube, was vielleicht ein Grund ist, ist, dass natürlich, also wenn ich jetzt von mir selber ausgehe und stelle mir vor, ich wäre Komponist, ich würde natürlich lieber für etwas schreiben, wo ich im Ohr habe, das könnte vielleicht die oder die Person spielen und dann inspiriert mich das. Und das war ja auch bei vielen Komponisten so. Und zum Beispiel Brahms ist so ein Beispiel. Brahms war sehr stark fokussiert auf bestimmte Leute, für die er geschrieben hat. Und zum Glück war es eben zum Beispiel so, dass Joseph Joachim, der Geiger, der Freund von Brahms,
Brahms und Schumann, der hat auch fantastisch gebratscht. Und deswegen hat Brahms zum Beispiel diese beiden Sonaten für Klarinette und Klavier dann auch für Bratsche gesetzt. Das hätte er sicherlich nicht gemacht, wenn er Joachim nicht gekannt hätte und der das gesagt hätte. Leuchtet ein, trotzdem insofern Gegenrede, als Beethoven Bratscher war, aber relativ wenig Bratschenkonzerte geschrieben hat. Mozart, ja, aber er war selber vielleicht nicht so gut, dass er ein Bratschenkonzert spielen konnte. Nee, aber er hatte auf jeden Fall einen Draht ja dazu. Ja, Mozart hat zum Beispiel auch bekanntlich gerne Bratsche gespielt. Ja, aber da gibt es ja auch einiges. Ja, die Sinfonia Concertante und Duos und so. Also es bleibt an sich ein Rätsel. Dann kommt die nächste Frage und vielleicht wird die auch oft gestellt, aber ich finde sie wirklich spannend. Trotz dieser vielen Menschen, die hervorragend Bratsche gespielt haben und spielen, bedurfte es irgendwie eines Niels M., dass die Popularität so angestiegen ist. Und wir brauchen darüber gar nicht lange zu reden. Du bist ein extrem ernsthafter Musiker, das heißt, Schickimicki-Sachen sind es nicht. Weißt du, warum es dir aber so gelingt, so viele Leute für dein Instrument zu begeistern, mehr als anderen? Darf ich? mir ist ja sowas ehrlich gesagt immer so ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht. Also wir sind ja nicht hier, um nur angenehme Fragen zu stellen. Ne? Ja, okay. Weiß ich nicht genau. Also ich finde auch ehrlich gesagt, es gibt andere Bratscher, die genauso erfolgreich sind wie ich. Aber ich freue mich, dass Leute mir gerne zuhören. Also. Aber Xandi wollte was sagen. Ja, also ich glaube, für mich hast du eines der wirklich eigenartig kann man auch positiv gebrauchen, ja, oder? Also eines der wirklich individuellsten Klänge auf der Bratsche. Und ich glaube, das ist so ein unglaublich sinnlicher Klang. Ich glaube, das ist etwas, was sofort begeistert und einem wirklich in diesen Klang und in deine Musik reinzieht. Und ich glaube, das spielt definitiv eine Rolle. Ja, vielen Dank. Und deine leuchtende Persönlichkeit natürlich, Nils. Könnt ihr noch etwas sagen, vielleicht von beiden Seiten, aus Quartettseite wie aus Seite dessen, der hinzustößt für das eine oder andere Konzert, wie eure Zusammenarbeit aussieht? Ist es ein wahres Quintett, wenn ihr zusammenspielt, oder aus deiner Sicht absolut. Ist es 4+1? Es ist ein Quintett. Es ist absolut ein Quintett. Also ich glaube, auch dadurch, dass du so gut mit der Annette befreundet bist und ich meine, du kennst jetzt das Quartett schon seit längerer Zeit. Ich glaube, oft ist so ein 4+1 Ding, wenn ein Solist dazukommt, man kennt sich noch nicht gut. Als Quartett spielt man schon seit, ich meine, Annette und Thomas spielen schon seit 26 Jahren zusammen, seitdem die Kinder sind. Und da hat man diese bisschen Außenseiterposition oft, aber bei dir ist das überhaupt nicht der Fall, finde ich. Du bist einfach in der Gruppe und gibst genauso viel rein, als was alle es tun irgendwie. Aber ich muss auch sagen, ich meine, das hat natürlich auch immer damit zu tun, wen man sich aussucht, um zusammenzuspielen. Und ich meine, also wir haben jetzt oft zusammengespielt, das Signum Quartett und ich, und das hat ja auch den Grund, dass wir eine Affinität zueinander haben. Und ich finde, das sind wahnsinnig tolle Leute, aber auch, ich finde jede einzelne Person interessant, aber ich finde immer, bei einem Streichquartett gibt es noch eine fünfte Person, und das ist das Quartett. Und diese fünfte Person sozusagen ist eine Person, mit der ich besonders gerne zusammenspiele. Also da, und also das heißt, es gibt einen Geist in diesem Ensemble, der mich sehr beeindruckt und der mich auch beflügelt, und ich das Gefühl habe, da kann ich mich sozusagen daran hängen und ich kann mich auch damit identifizieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Quartett spiele, was von der Spielweise her ganz anders denkt als ich, dann wäre das viel schwieriger. Dann müsste ich mich entweder sehr viel stärker anpassen. Und dann, das geht schon, wenn man irgendwie dann so ein bisschen probt, das ist schon möglich, aber dann müsste ich zum Beispiel auch sehr viel aufpassen, ob das jetzt zusammengeht oder nicht. Und das Gefühl habe ich eben nicht, sondern ich finde, das Signum-Quartett hat eine ganz besondere Mischung aus Feinheit und aus Schwung und so eine bestimmte Art von Durchlässigkeit, bei der ich dann auch einen Platz bekomme. Und das hängt sehr, sehr stark von der Gruppe ab.